Kein Sex mehr in der Beziehung, ey. Kein Sex mehr. Das ist so, ich bin mit der Frau zwar noch zusammen, aber sie will keinen Sex mehr mit mir. Sie hat keine Lust mehr. Sie lässt sich ständig irgendwelche Ausreden einfallen. Sie hat keinen Bock auf all diese versauten Ideen, die ich in meinem Kopf habe. Sie will mich nicht mehr. Und dieses Gefühl ist hart. Das Gefühl ist, wie als ob jemand unser Männerherz nimmt, rausreißt bei Lebendigen ohne Narkose und zeigt dir, guck mal, hier ist dein Herz, ich zerschmesch das mal. Ich hau da mal richtig drauf, ich trete auf dein scheiß Herz rauf. Und das fühlt sich scheiße an. Und es gibt einige Männer, die erleben sowas nicht. Und die anderen 95% bis 99% da draußen haben das schon mal erlebt. Die kennen diesen Schmerz, wenn die Freundin keinen Sex haben will. Wenn es keinen Sex mehr in der Beziehung gibt. Und sie fragen sich, was kann ich ändern? Ich habe mich gefragt damals, was kann ich machen? Was kann ich tun? Welchen Plan kann ich verfolgen, damit es endlich besser wird? Und ich kann dir heute leider keinen kompletten Plan geben, aber ich kann dir ein Puzzleteil geben, was dich dazu befähigt, ein Mann zu werden, zurückzukommen in eine Beziehung voller Vertrauen, voller Lust, voller Sexualität. Eine der wichtigsten Sachen, die ich in meinem Leben lernen durfte, die gebe ich dir in diesem Video. Und was viele Männer machen, wenn sie in eine Situation kommen, in der sie keinen Sex mehr in der Beziehung haben, ist, dass sie quengeln, ist, dass sie versuchen, ein noch besserer Mann zu sein, ist, dass sie versuchen, der Frau es irgendwie passend zu machen. Dann fangen sie an zu massieren und versuchen dafür ein gutes Essen zu kochen, versuchen die Wünsche der Frau zu erfüllen. Sie versuchen, ein guter Junge zu sein, in der Hoffnung, dass die Frau sich endlich wieder sagt, so, guter Junge, jetzt lass uns wieder Sex haben. Natürlich denkst du das nicht, natürlich wirst du kein guter Junge sein, aber du verfolgst einen Plan, du versuchst irgendwas zu machen, damit sie wieder Lust auf dich hat. Und wenn ich eine Sache verstanden habe, leider viel zu spät, aber immer noch früh genug, dann ist es die, dass das kein Sex mehr in der Beziehung zu haben, nicht gelöst wird, indem man einen männlichen Masterplan benutzt. Indem man sagt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, dann machen wir zuerst das, dann machen wir das, dann wird die Kommunikation hochgefahren, dann der Penis. Nein. Leider. Leider. Und Alter, ich verstehe dich. Ich bin da voll bei dir. Das macht echt keinen Spaß. Aber leider funktioniert's so nicht. Diese Energie, diese Business-Energie kannst du benutzen für deine Arbeit. Diese Struktur kannst du nutzen, um zu sagen, das ist mein Ziel, das ist meine Mission, das mache ich. Das sind die einzelnen Schritte. So gehe ich das an. Bam, 1, 2, 3. In der Beziehung landest du, gehst du damit, fährst du damit gegen eine Wand. Weil du es mit einer Frau zu tun hast. Und weil du es in einer Beziehung nicht damit zu tun hast, ein möglichst cooles Gebilde aufzubauen, in der alles funktioniert. Sondern in einer Beziehung hast du es damit zu tun, ja, gesehen zu werden und zu sehen. In der Beziehung hast du es damit zu tun, präsent zu sein mit dem, was du siehst in der Frau, mit dem, was du fühlst in dir selbst. Denn viele Männer, ich, sind irgendwie von ihren Gefühlen abgeschnitten worden damals. Damals, als uns gesagt wurde, du musst stark sein, du musst es schaffen. Indianer kennen keinen Schmerz, du darfst nicht heulen, du darfst nicht schreien, du darfst das nicht, darfst das nicht, darfst. Wir haben irgendwann gelernt, als wir abgeschnitten wurden, dass es nicht okay ist, Gefühle zu haben, dass es nicht okay ist, diese Gefühle zu zeigen. Und dann kommen wir in eine Beziehung mit einer Frau, die nichts anderes machen will. Und das will auch deine Frau, das will auch deine Freundin. Sie will nichts anderes, als dich aufzufressen. Als dich zu erfahren in deinem kompletten Menschsein. Sie will dich spüren, verdammt nochmal. Und dann kommt der Kerl und sagt so, ja okay, lass mal einen Plan machen. Lass mal eine Struktur schaffen. Lass mal Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 machen. Und das hilft nicht. Sondern was hilft ist, und das ist nicht unbedingt einfach. Und das ist auch nicht das komplette Bild. Das ist ein wichtiges Puzzleteil. Und dieses Puzzleteil besagt,
Du musst dich zeigen. Wenn du wütend bist und du vielleicht noch nicht mal die Wut spürst, weil sie dir in der Kindheit abtrainiert wurde, dann musst du wütend sein. Dann geht es nicht darum, zu sagen, reflektiert und gut in die Situation eingefügt, Schatz, wenn du das und das tust, so aller gewaltfreier Kommunikation, dann ist mein Bedürfnis nicht erfüllt und das macht mich wütend. Dann heißt das, dass du vor allem nochmal schreist. Und ich halte mich ein bisschen zurück, dass die Nachbarn nicht so sehr gestört werden, aber deine Frau würde ich sehen. Die würde ich in deiner Wut sehen, die würde ich in deiner Trauer sehen, die würde, dass du weinst. Sie würde dich spüren in dieser Verletzung, die dir angetan wurde, und sie würde, dass du heulst. Wie viele Männer, wenn ich sie frage, wie oft hast du im letzten Jahr geheult, antworten mir, nie in den letzten 10 Jahren. Wie viele Männer, die ich frage, wann hast du das letzte Mal geschrien und gesagt, das finde ich scheiße, antworten mir, wie, was, schreien? Mach ich nicht, das ist doch scheiße. Und dann wundern sie sich, warum die Beziehungen nicht funktionieren, warum kein Sex mehr in der Beziehung da ist und die Frau keinen Bock auf dich hat. Frag dich das nicht. Sondern das, was die Frau von dir will, ob sie sich dem bewusst ist oder nicht, ist, dass du dich zeigst. Das ist, dass du dich zeigst. Du sollst dich nackig machen und nicht hier körperlich deine Klamotten ausziehen, sondern sie will, dass du dich nackig machst. Sie will, dass du weinst, wenn du traurig bist. Sie will, dass du schreist, wenn du wütend bist. Sie will, dass du dich in all dem, wie du bist, wenn du lachst und Freude hast, durch die Gegend tanzt und dich freust und Spaß hast. Sie will nicht, dass du immer ständig der Coole bist, der, ja, okay, cool, lass uns tanzen gehen, ja, klar, und ja, das stört mich, und ah, ja, das macht mich schon, das stimmt, das passt mir nicht. Sie will dich spüren. Also zeig dich. Also zeig dich. Und es kann sein, dass die Frau sich dagegen wehrt. Es kann sein, dass du anfängst, dich zu zeigen, und die Frau sagt, hey, was ist denn mit dir los? Und vielleicht ist deine Frau einfach nicht bewusst genug dafür. Es gibt so viele Puzzleteile in der ganzen Geschichte, dass es keinen Sex mehr in der Beziehung gibt, die mit dir als Kerl nichts zu tun haben, wo die Frau Verantwortung übernehmen muss. Und wenn sie es nicht will, dann ist es in Ordnung, aber dann sage ich Tschüss. Und du sollst auch Tschüss sagen. Aber ein wichtiges Puzzleteil und nicht das einzige, welches du für dich verstehen darfst, ist, dass du in einer Beziehung kein funktionierendes System bist, sondern dass du dich zeigst, dass du da bist in dem jetzigen Hier, in dem Moment und bam, hier bin ich, der bin ich, das sind meine Gefühle. Sei frei, sei geil, sei Mann.